Hallo meine Lieben und willkommen zu einer neuen Aufnahme von Black Mirror 2. Wir waren hier in dem Raum drinnen. Warum wir gerade draußen waren, weiß ich gerade nicht. Wahrscheinlich, weil ich aus dem Bildschirm rausgedrückt habe. Ich versuche es heute das erste Mal, dass meine Tonspur extra läuft zur Aufnahme, weil ich glaube, dass es einfach dann besser klingt und dann auch das rote Mic besser zur Geltung kommt als anders, habe ich halt einfach mal die Vermutung und auch überhaupt fällt es mir leichter, meine Stimme anzupassen. Und ja, auf jeden Fall, wir sind hier bei diesen Rätseln stehen geblieben beim letzten Mal. Und ich würde sagen, ich warte es nicht lange und ich probiere es einfach. Also, wie gesagt, diese Anzeigen hier, die geben wahrscheinlich an, wie viel silberne, wie viel goldene in dieser Reihe vorkommen sollen. Und ich vermute, wir sind gar nicht mal weit weg vom Ziel. Vermute ich jetzt mal ganz stark, weil wir müssen hier eins rausnehmen. Hier sollen aber alle, sag schon, golden sein in der Reihe. Und dementsprechend werde ich jetzt versuchen, dass ich das auch so hinbiegen kann, weil hier sollen von dem ab zwei silberne sein. Aber es stimmt ja nicht ganz. Hier oben soll eine Reihe komplett silber sein. Hier sollen drei silberne sein, das heißt, es müsste hier noch eins silber sein. Und müsste es. Ja, jetzt kann ich hier die Kugel entnehmen. Das hat jetzt gestimmt, das Die freut Kugel mich ist natürlich. draußen. Mal sehen, was sich damit anfangen lässt. Jo. Was lässt sich mit der Kugel anstellen? Hier vorne gehört eine Kugel rein in den Wandspiegel, was wir beim letzten Mal schon gesagt haben. Und da packt man die auch jetzt rein. Passt. Die kleine Kugel rollt über den äußeren Kreis. Jetzt muss ich irgendwas einstellen. Ich schätze, sie soll in die Mitte. Na, Okay. dann schauen wir mal. Ein Rätsel folgt auf das nächste. Wie geht denn das? Hier ist auch noch eins. Okay. Das war leichter als Geschafft. gedacht. Hallo Geheimtür. Hallo. Der Spiegel ist eigentlich eine Geheimtür. Na dann. Man kann nicht die geringste Spur von Zerstörung sehen. Das Zimmer ist sogar eins der gepflegtesten, die ich im ganzen Schloss gesehen habe. Es sieht aus wie ein Kinderzimmer in einem alten Film. Ein Mädchenzimmer. Sieh an, hier liegen ja noch mehr kleine Kugeln. Ich hatte mich schon gewundert. Okay, Spiegel. Ich habe genug von Spiegeln, vor allem in diesem Schloss. Das glaube ich. Wie in einem Puppenhaus. Ein Himmelbett samt Seide und Spitzen. Wer immer das hier eingerichtet hat, wollte so eine Puppe als Kind. Auch diese Fenster führen in den Innenhof, genau wie im Spiegelraum drüben. Man kann beide Räume nicht sehen, wenn man außen vor dem Schloss steht. Ich glaube, wir sollten nicht hier sein. Eine Spieluhr aus Porzellan. Und darunter das dritte Mosaikstück. Hier haben wir noch. Nur eine weitere Tür, die mich nicht aufhalten wird.
Nur eine weitere Tür, die mich nicht aufhalten wird. Nur eine weitere Tür, die mich nicht... Du wiederholst dich. Spieluhr. Diese Melodie. Man sieht's fast nicht, weil ich hier sitze. Der hat einen Anfall. Kapitel 6. Wenn ich noch lesen kann. Übel. Übel, übel. Adrian. Adrian. Wach auf. Wer? Dein Vater hatte sich sehr verändert. Es hat ihn vergiftet. Es hat seine dunkle Seite hervorgebracht. Ihn in den Wahnsinn getrieben. Es hat mich verbrannt. Ich war schwanger. Zwillinge. Die Ärzte meinten, es sei ein Wunder, dass ich trotz meiner Verbrennungen, trotz all des Leids, zwei gesunde Kinder zur Welt brachte. Ein Wunder. Zunächst wollte ich euch nicht. Ihr erinnertet mich an ihn, daran, was passiert war. An meine Narben, an den Schmerz. Ich wollte nicht mehr leben. Aber dann, da waren diese beiden kleinen Geschöpfe. Hilflos, unschuldig. Ich nahm das Angebot meiner Schwiegereltern an und nach über einem Jahr in verschiedenen Krankenhäusern zogen wir hierher. Ich brauchte ein Versteck. Ich wollte der Welt mein Gesicht nicht zeigen. Ihr brauchtet eine Familie und, ja, ich hoffte, verstehen zu können, wie es zu all dem kommen konnte. What the fuck? Und Samuel? Dein Vater wusste nicht, dass ich noch lebe. Und er wusste nichts von euch. Ich habe angefangen, ihn zu hassen. Er hat mein Leben zerstört. Und auch das Leben seiner Eltern. Als er nach dem Tod seines Großvaters hier aufkreuzte, versteckte ich mich hier in meinen Räumen und wartete darauf, dass er wieder verschwand. Angelina war auf dem Internat, weit fort, in Sicherheit. Freunde hatten Victoria erzählt, dass Samuel nach dem Feuer als gebrochener Mann umherreiste und gar nichts Böses mehr an sich zu haben schien. Und dennoch fürchtete ich mich vor ihm. Als die ersten Morde geschahen, ahnte ich, dass Samuels dunkle Seite zurückgekehrt war. Doch Bates beruhigte mich. Er sagte, Samuel mache einen ausgeglichenen Eindruck. Und immerhin wäre das erste Unglück, Williams Tod, schon vor seinem Eintreffen geschehen. Sie glaubten mir nicht, wie schnell und vollständig der Fluch die Kontrolle über ihn gewinnen würde. Bates und Victoria werfen sich das bis heute vor. Übel, ey. Stell dir einfach mal die Mutter davor. Ist Angelina hier im Schloss aufgewachsen? Nicht wirklich. Sie besuchte verschiedene Internate und war nur in den Ferien hier. Ein düsteres Schloss und eine Entstellte wie ich sind nicht die richtige Umgebung für ein Kind. Ich glaube, sie war jedes Mal froh, wenn die Ferien zu Ende gingen. Was geschah dann? Warum hat sie mich gesucht? Vor 2 Jahren war sie für einige Wochen zu Besuch hier im Schloss. Sie schlich hier herum, las Bücher. Ich habe nicht geglaubt, dass sie in Gefahr war.
Alle anderen Frauen der Familie waren von dem Fluch unberührt, verstehst du? Aber irgendwie hat er sie befallen. Hat ihr eingeflüstert, sie sei für etwas Großes bestimmt. Flüsterte ihr von Macht und Ruhm ins Ohr. Verlockend für ein Kind, das vielleicht nie die Aufmerksamkeit bekam, die es gebraucht hätte. Als wir dahinter kamen, dass sie sich mit Dingen beschäftigte, die für ewig im Dunkeln bleiben sollten, haben wir sie von hier fortgebracht. Wir haben den Orden reaktiviert und jemanden beauftragt, sie aufzuspüren, nachdem sie uns entwischt war. Reginald Boris. Richtig. Als er in Biddeford auf ihre Fährte kam, brach blankes Entsetzen im Orden aus. Was würde sie von dir wollen? Dein Blut? Wir gaben Order, alles nur Mögliche zu tun, um Angelina von dir fernzuhalten. Ach du Scheiße. Was ist es, das mein Vater und mein Urgroßvater in den Wahnsinn getrieben hat? Das Schloss. Es ist das Schloss. Wie meinst du das? Du warst ein fröhliches Kind. Ihr beide wart es. Ihr habt die Krankenschwestern verzaubert und wart meine Sterne in finsterer Nacht. Aber dein Verhalten änderte sich hier im Schloss, Adrian. Wir lebten erst wenige Jahre hier. Da hättest du deine Schwester beinahe getötet. Du bist aggressiv geworden, unberechenbar. Eines Tages hast du Angelina die große Treppe in der Halle hinuntergestoßen. Wie durch ein Wunder brach sie sich nur den Arm. Aber sie hätte tot sein können. Hast du mich deswegen weggegeben? Ich habe dich nicht weggegeben. Wir mussten dich in Sicherheit bringen. Aber so... Ich sah Samuels Blick in deinen Augen, Adrian. Ich fürchtete mich vor meinem eigenen kleinen Jungen. Mrs. Michaels, die Köchin, die versucht hatte, mich aus den Flammen zu ziehen und das mit ihrer Gesundheit bezahlte, nahm dich auf. Du kannst dir nicht vorstellen, wie glücklich ich war, als ich hörte, dass sich dein Verhalten in den Staaten normalisierte. Du meinst, dieses Schloss hat mich krank gemacht? In den Wahnsinn getrieben? Die Leute hier glauben an einen Fluch, der auf den männlichen Gordons lastet. Vielleicht lautet der Fluch, dass sie sich selber ins Unglück stürzen, solange sie hier leben. Hat der Orden mich im Bunker eingekerkert und nach Wales entführt? Nein. Wir erfuhren erst durch Miss Wally, dass du hier warst. Wir beschlossen, dich von hier fortzubringen und dir reinen Wein einzugießen. Doch plötzlich warst du wie vom Erdboden verschwunden. Wir befürchteten, Angelina hätte dich erwischt. Angelina war es nicht. Oder zumindest nicht allein. Im Gefängnis war ein Mann mit einer Maske. Das war niemand von uns. Oder zumindest hoffe ich das. Der Orden durchkämmte das ganze Gebiet. Und ausgerechnet in unserem eigenen Versammlungsraum fanden wir dich endlich. Wir betäubten dich und brachten dich nach Wales, in Eleanors altes Schloss. Miss Valley war schon unterwegs, um dich über alles aufzuklären. Doch als sie ankam, warst du weg. Schön, wir wüssten schon viel früher alles. Welche Rolle spielen Bates und Lady Victoria? Sie haben wie ich miterlebt, was der Fluch aus einem guten Menschen machen kann. Also haben sie ihr Leben der Aufgabe gewidmet, es nicht wieder geschehen zu lassen. Sie haben den Orden wieder zum Leben erweckt. Einen Orden, der vor Jahrhunderten gegründet wurde, um gegen den Fluch und seine Auswirkungen zu kämpfen. Bis er leider in Vergessenheit geraten ist. Wir alle haben dafür teuer bezahlt. Wer ist Mitglied im Orden? Victoria, Bates, Eleanor und ich stehen hinter dem Orden. Aber die eigentliche Arbeit tun andere. Die junge Miss Wally zum Beispiel. Sie ist die Anführerin. Weil ihr Bruder Vic Samuel zum Opfer gefallen ist. So ist es. Kurze Information, ich weiß nicht, wie viel ihr in die... auf mich guckt beim Let's Play oder sonstiges, aber nicht wundern, mir ist in dem Auge eine Ader geplatzt. Jetzt sieht das ziemlich rot unterlaufen aus. Aber ich wollte euch meinem Gesicht trotzdem nicht entbehren.
Wer hat Angelina ermordet? Wir wissen es nicht. Victoria meinte, vielleicht hätte Angelina sich im Wahnsinn etwas angetan. Indem sie sich selbst mit Benzin übergießt und anzündet? Blödsinn. Ich weiß. Vielleicht haben wir einen weiteren Gegenspieler, von dem wir nichts wissen. Oder kann ich es gewesen sein? Unmöglich. Wir haben dich durch die Kanalisation verfolgt. Du hättest nicht genug Zeit gehabt, an die Klippen zu fahren und sie umzubringen. Dann war es also der große Unbekannte. Ich bezweifle, dass er uns unbekannt ist. Es muss jemand sein, der über alle Vorgänge im Schloss informiert ist und der vom Orden weiß. Einer von uns. Wer? Wenn ich es wüsste, hätte er seine Tat schon bereut. Angelina war ein gutes Kind. Sie hätte sich erholt, so wie du es auch getan hast. Wir hätten sie nur für immer von hier fortbringen müssen. Und was geschieht nun mit mir? Du musst fort von hier. So weit wie nur möglich. Wir wissen nicht, wer Angelina umgebracht hat. Derjenige könnte auch hinter dir her sein. Du meinst hinter meinem Blut? Deswegen müssen wir dich fortschaffen und dir eine neue Identität besorgen. Und zweitens musst du um deiner selbst willen fort von hier. Dieses Schloss, diese ganze Gegend ist nicht gut für dich. Ich befürchte, dass du dich wieder verändern wirst, wenn du länger hier bleibst. Du wirst Wahnvorstellungen bekommen und vielleicht irgendwann Dinge tun, die du nicht tun willst. Du meinst, ich sehe Dinge, die gar nicht da sind? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es deinen Vater dazu gebracht hat, einen 12-jährigen Jungen abzuschlachten. Also gut. Ich werde gehen. Mom, sehen wir uns wieder? Sprich mit Bates. Er sollte sich um Flugtickets für dich kümmern. Du reist nach Florida. Dort werden wir uns in einigen Wochen wiedersehen. Es ist alles zu viel, das weiß ich. Aber du wirst es eines Tages verstehen. Wir werden darüber reden und ich erkläre dir alles so gut ich kann. Mom. Auf Wiedersehen, mein Sohn. Ich bin traurig. Sie wissen es also, Master Adrian? Ja. Warum haben Sie nichts gesagt? Als ich Ihren Akzent hörte, vermutete ich, dass Sie es seien, Master Adrian. Aber ich kannte Sie nur als Kind und aus Erzählungen Ihrer Adoptivmutter. Sicher war ich mir erst, als Sie mir das Foto von Miss Angelina gezeigt haben. Sie wussten von Ihrem Tod? Ja. Die Lady und ich sind heute in aller Früh mit dem Wagen zur Unglücksstelle gefahren. Unsere Quellen bei der Polizei haben uns verständigt. Warum dieses Versteckspiel? Warum haben Sie mir nicht einfach gesagt, was ich wissen muss? Wir wussten nicht, wie Sie reagieren würden. Ich bin vorhin ins Dorf gegangen, um Miss Valley und die anderen zu informieren. Aber ich konnte niemanden finden. Lady Victoria hielt es für das Beste, Sie zu beschäftigen und im Auge zu behalten, bis... nun ja, Verstärkung eintreffen würde. Das wird nicht nötig sein. Ich gehe freiwillig. Das freut mich sehr. Fragen Sie Louis nach den Tickets. Sally sollte ihn beauftragen, die Tickets aus einem Reisebüro im nächsten Ort zu holen. Ich danke Ihnen, Bates. Wo sind die Ladies? Sie haben sich zurückgezogen. Die letzten Tage waren sehr anstrengend für sie. Sie wissen, dass es noch einen unbekannten Gegenspieler geben muss? Ja, ich glaube, jemand hat mit Miss Angelina zusammengearbeitet. Jemand aus dem Schloss? Oder aus dem Dorf. Zumindest jemand, der sich gut auskennt. Und der schließlich seine Partnerin aus dem Weg schaffte. Heftig. Ich muss sagen, den Teil der Geschichte kenne ich gar nicht. Also ich habe Teil 2 ein bisschen gespielt gehabt, so ein bisschen nebenbei, aber wirklich mitbekommen jetzt nicht. Sally?
Louis. Hey, Louis. Komm, steh auf, alter Sack. Ich mag den nicht. Was ist denn jetzt schon wieder? Sind Sie schon wieder zurück? Wovon sprechen Sie? Bates meinte, er hätte Sally zu Ihnen geschickt, damit Sie zum Reisebüro fahren. Wozu denn ein Reisebüro? Wenn er Sie rausgeworfen hat, kann er Sie auch einfach so in den Zug setzen. Sie meinen, Sally war nicht hier? Hab sie seit heute Morgen nicht mehr gesehen. Was soll das? Lügt er? Oder Sam? Oder ist es Bates? Ist einer von den dreien der Mörder? Nur einer von ihnen hat das Grundstück verlassen, nachdem ich hier angekommen bin. Auf Wiedersehen. Muss nicht sein. Irgendwie sind meine Übertexte und Untertexte weg und ich muss jetzt mal kurz Tagebuch lesen. Adrian, ist das mein Name, oder? Adrian und Angelina, Zwillinge. Die Wahrheit. Ich dachte, die Wahrheit würde mich frei machen, würde mir Perspektiven eröffnen, würde trösten. Stattdessen fühlt sich alles taub an. Mein Kopf steckt in Watte, ich habe einen Schleier vor den Augen, wie meine Mutter. Ich bin Adrian Gordon, Sohn von Catherine und Samuel, Zwillingsbruder von Angelina. Sie haben mich verlassen, sie haben mich belogen, sie sagen, um mich zu schützen, aber wie soll ich ihnen trauen? Mir dreht sich alles. War Angelina wirklich verrückt? Wollte sie mich in ihrem Wahn opfern? Aber wer brachte sie dann um, wenn es nicht der Orden war? Hatte sie es sich anders überlegt, wollte mich beschützen und wurde dafür von einem Komplizen ermordet? Wer ist Angelinas Mörder? Das ist die letzte unbeantwortete Frage. Abreise. Ich soll Bates auf meinem Flugtickets ansprechen. Er hat den ersten Flug raus aus England für mich gebucht. Bates hat Sally zu Louis geschickt. Er sollte ins Dorf fahren und die Tickets abholen. Vielleicht ist er schon zurück. Habe ich ja gerade rausgefunden. Laut Louis hat Sally ihn nicht auf die Tickets angesprochen. Entweder lügt er, Bates oder Sally. Wo steckt die überhaupt? Gute Frage. Okay. Hier ist sie nicht. Dann kann sie ja eh nur oben sein oder im Dorf. Dass der unbedingt die Treppen immer hoch und runter gehen muss. Ich möchte eigentlich schneller laufen. Das ist... Mein Gott! Sally! Sie ist tot! Warte! Denk nach, Darren! Warte. Bates könnte ihr wirklich den Auftrag für die Tickets gegeben haben. Der unbekannte Gegenspieler hat sie dann ermordet, bevor sie zu Louis gegangen ist. Das heißt, alle drei könnten unschuldig sein. Oder besser gesagt, nun könnte wieder jeder im Schloss hinter meinem Hals her sein. Zeige ich das mal? Na, warte mal. Außer Sally. Irgendwie muss sie ich ist jetzt die zweite junge Frau, die jemandem im Weg stand. Boah. Ihr Gesicht ist ganz aufgequollen. Es sieht aus, als sei sie verbrüht worden. Ekelhaft. Irgendein Bastard hat ihr Gesicht unter Wasser gedrückt. Entweder sie ist ertrunken oder der Schock hat sie getötet. Naja, ja, war es aber nicht. Wer hat die ganze Zeit geredet? Ach du Kacke, jetzt ist hier wieder alles offen. Das Fenster ist geöffnet. Aber da kann niemand eingestiegen sein. Es dürfte ziemlich schwierig sein, an der Fassade hochzuklettern. Viele Dächer, Erker, Mauern. Das hat man schon. Ob wem war sie im Weg? Ein Löwenkopf. Ich glaube, in der Antike galt der Löwe als Symbol. Das Wasser ist kochend heiß. Warum kann ich nicht einfach rausgehen? Das Wasser ist kochend heiß. Läuft. Das Wasser ist kochend heiß. Kann ich das wieder das abdrehen? Das Wasser ist kochend heiß. Ein Haufen Handtücher. Kleine, große, nichts als Handtücher. Er nimmt noch immer keine mit. Ich werde mein Leben lang nicht mehr in einen Spiegel schauen können, ohne dass mir ein Schauder über den Rücken läuft.
Puder, Schminke und so weiter. Nichts, was ich gebrauchen könnte. Ich sollte hier erstmal nach Hinweisen zu ihrem Mörder suchen. Ich will da draußen nicht dem Falschen sagen. Ein Kronleuchter im... Kann ich jetzt bitte das Wasser wieder abdrehen? Das Wasser ist kochend heiß. Zeigt sie auf irgendwas? Auf was kann sie gezeigt haben? Hat sich da was gespiegelt? Ich verstehe das nicht. Da steht tatsächlich was auf den Fliesen. Ein B. Wie Bates. Für mich heißt das, dass Bates nicht der Mörder ist. Wie sollte Sally das B an die Fliesen geschrieben haben? Und wann? Als ihr der Kopf unter Wasser gedrückt wurde und sie verzweifelt um ihr Leben kämpfte? Oder nachdem ihr der Schock ein schnelles Ende gemacht hat? So leicht mache ich es euch nicht. Ihr müsst euch mehr einfallen lassen, um mich auf die falsche Fährte zu bringen. Ja, wieso sollte es auch Bates machen? Danke. Bates kann ich am ehesten vertrauen. Anscheinend wollte der Mörder, dass ich mich von ihm fernhalte. Ich muss mit Bates. Ja. Oh, Scheiße! Das Schloss brennt! Handtücher. Einige davon sind riesig. Ich nehme eines von den ganz großen. Ein Wasserhahn, wie er vermutlich vor 15... Ja, er soll es nass machen. Hervorragend. Es ist triefend nass. Tief Luft holen und nichts wie durch. Ach so, da sterbe ich gleich. Ich muss gleich raus. Okay. Samuel? Wo ist der Samuel, den ich geheiratet habe? Was habe ich noch getan? Och nö. Bates! Können Sie mich hören? Adrian, mein Junge, es geht alles zu Ende. Das Schloss. Ganz ruhig. Ich bringe Sie heraus. Nein. Ich habe mein ganzes Leben in diesem Schloss verbracht. Und hier möchte ich sterben. Aber... Höre, Junge. Dieses Schloss... hat deinen Vater und dessen Vater ins Unglück gestürzt. Lass es nicht auch dich korrumpieren. Wehre dich dagegen. Wie soll ich mich dagegen wehren? Geh fort von hier und komm nie wieder zurück. Du hast dein Leben in Neuengland, das auf dich wartet. Ein gutes Leben, auch wenn du es nie so empfandest. Laufe, Darren Michaels. Laufe und schau nicht mehr zurück. Och nö. Der sympathischste Mensch für mich. Ich werde fortgehen, aber nicht bevor ich Angelinas Mörder gefunden habe. Ah, da bist du ja endlich.
Ich dachte schon, ich hätte das Feuer zu früh gelegt. Was? Sie waren es? Sie haben Angelina und die anderen getötet? Sie haben das Schloss angezündet und mich gefangen genommen? Ich habe das Feuer gelegt, ja. Und ich habe dich im Bunker eingesperrt. Doch ich bin kein Mörder. Zwing mich also nicht, einer zu werden. Was soll das alles? Was wollen Sie? Keine Zeit für lange Erklärungen. Der Wagen steht bereit. Wir machen eine kleine Reise. Also schön, Louis. Was haben Sie mit den Gordons zu tun? Warum jagen Sie diesem Hirngespinst hinterher? Mir geht es nicht um den Fluch. Ihm geht's nur ums Geld. Das ist unmöglich. Hallo, Bruderherz. Du bist also immer noch nicht dahinter gekommen? Was? Was tust du? Ich erfülle mein Schicksal. Ich werde Mordreds Macht beschwören und sie mir zum Nutzen machen. Und Boris? Und Sally? Und meine Adoptivmutter? Sie hat geahnt, wer ich war, als ich vor ihrer Tür stand. Sie wollte den Orden warnen. Das konnte ich nicht zulassen. Sie schlug mit dem Kopf auf den Telefontisch. Ich dachte, sie wäre tot. Was soll das alles? Was willst du von mir? Ohne das Blut eines männlichen Gordons komme ich nicht in die Akademie und den Beschwörungsraum. Du kannst dir meine Enttäuschung nicht vorstellen, als ich erkennen musste, dass Richards Blut nicht funktionierte. Und meine Freude, als ich dich gefunden habe. Du wusstest nicht die ganze Zeit von mir? Nein. Unsere Mutter und die anderen haben das Geheimnis gut gehütet. Doch ich fand Aufzeichnungen, die mir alles verrieten. Ich kam nach Biddeford, um dich mir um den kleinen Finger zu wickeln. Und das hat ja gut funktioniert. Ich wusste, dass uns etwas verbindet und dass du alles für mich tun würdest. Dreckige Bitch. Was war mit Reginald Boris? Der Orden hat ihn mir auf den Hals geschickt, wie ich kurze Zeit nach dem Unfall deiner Mutter herausfand. Boris wollte mich kaltstellen, indem er mir den Mord an Fuller in die Schuhe schieben wollte. Mein Plan war, dich mit nach England zu nehmen. Doch solange Boris in der Nähe war, musste ich befürchten, dass er dich über mich aufklären würde. Also flog ich zurück nach England und rief dich an. Wie nicht anders erwartet, bist du als strahlender Held erschienen, um mich zu retten. Und dein Tod? Wer musste für dich sterben? Die gute Miss Valley hat den Orden wieder aufgebaut, nachdem er fast 100 Jahre von der Bildfläche verschwunden war. Kein Wunder, dass sie sich da so reingehängt hat. Samuel, unser Vater, hat schließlich ihren kleinen Bruder Vic umgebracht. Sie war fanatisch. Ich musste mich vor ihr schützen. Also hast du sie kaltblütig ermordet und angezündet? Und habe damit zwei Probleme auf einmal gelöst. Der Orden hatte seinen Kopf verloren und alle hielten mich für tot. Ich musste nur noch meine Tagebucheinträge fälschen und dich ins Schloss locken. Die Frau, ey. War es nicht ein großes Risiko, mich ins Schloss zu schicken? Natürlich, aber welche Wahl hatte ich? Ich selber konnte ja nicht dahin und Louis hat sich als unfähig erwiesen. Wenn jemand die Scheiben finden konnte, dann du. Ich vermutete, dass du hinter unser Geheimnis kommen würdest. Aber für den Fall hatten wir immer noch Plan B. Das Schloss anzuzünden und alle Bewohner zu töten? Wie kommst du darauf? Mom! Und jetzt rein da. Stell dich dorthin, Mutter. Hör zu, Angelina. Klappe! Louis, du bewachst den Eingang. Pass auf, dass niemand rein oder rauskommt. Und du? Lass mich raten. Ich soll die Tür öffnen. Allerdings. Die Scheiben, setz sie ein. Und das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.